An einem wintermalerischen Montagvormittag an der Säbener Straße war Corentin Tolisso um kurz nach 11 der erste Profi, der draußen war. Der noch verletzte Franzose setzte sein individuelles Aufbauprogramm erfolgreich fort. Während seine Teamkollegen nach der 1:3 Niederlage in Leverkusen zwei Tage zuvor erst später aus dem Leistungszentrum kamen. Für 11 Uhr war das Mannschaftstraining angesetzt. Leon Goretzka und Co. betraten eine gute Dreiviertelstunde später den Trainingsplatz. Heute haben wir das Spiel aufgearbeitet und komplett auseinandergenommen. War eine etwas längere Sitzung, weil es einiges zu besprechen gab. Und ich denke, jetzt mit dem Training müssen wir das Spiel abhaken und dann nach vorne schauen und uns auf Hertha konzentrieren. Die Bayern wollen wieder Fahrt aufnehmen nach der unglücklichen Niederlage bei Bayer. Und sie wissen nach der Analyse ganz genau, was sie vor allem besser machen müssen als nach dem 1:0 durch den erneut stark aufgelegten Goretzka. Ja, wir haben einfach nach der Führung das Feld wieder viel zu groß gehabt. Wir haben auf einem Feld verteidigt auf ungefähr 60 Meter und da kommst du in keine Zweikämpfe rein, da bist du immer einen Schritt zu spät, weil dein Raum, den du zu verteidigen hast, einfach zu groß geworden ist. Und das ist, denke ich, der wichtigste Punkt, den wir am Mittwoch umsetzen müssen, dass wir einfach auf einem kleineren Feld wieder verteidigen und gemeinsam kompakt zusammenstehen. Weil so oft, wie wir die Saison schon eine Führung aus der Hand gegeben haben, das ist nicht Bayern-like. Bayern-like soll es nun wieder am Mittwochabend im DFB-Pokal-Achtelfinale in Berlin werden. Darauf bereitete sich der Rekordpokalsieger am Montag in der rund einstündigen Einheit konzentriert und intensiv vor. Unser zuletzt angeschlagener Kapitän Manuel Neuer war wie schon am Vortag wieder mit dabei, ebenso wie das Trio um Arjen Robben, Franck Ribéry und Thiago. Alle drei sind für uns extrem wichtige Spieler, die uns einfach eine besondere Qualität geben und die werden wir auch in den kommenden Wochen wieder brauchen. Am besten im kommenden Spiel schon wieder die wahre Bayern-like-Qualität zeigen. Die Chancen auf ein Weiterkommen gegen die Hertha stehen gut, wenn sich die Bayern dabei ebenso treffsicher mit der Kugel am Fuß zeigen wie Javi Martinez mit dem Schneeball in der Hand. Die Alternativen werden wieder üppiger. Nach und nach kommen angeschlagene Spieler wieder zurück ins Training. Auch Kapitän Manuel Neuer scheint auf einem guten Weg zu sein. Es geht ihm soweit gut. Manu ist ein junger Spieler, ein Kapitän der Mannschaft. Ich glaube, er will sofort spielen, aber wir müssen das Go der Ärzte bekommen. Das haben wir noch nicht. Und solange wir das nicht haben, werden wir dann auch aus der Vergangenheit, wenn wir dann nicht die falschen Schlüsse ziehen, sondern die richtigen, sodass wir zu dem Einsatz morgen noch nichts aktuell sagen können. Der Kapitän ist also wieder an Bord. Passen müssen neben Corentin Tolisso auch Arjen Robben und Renato Sanchez. Der Arjen hat gestern das Training nochmal abgebrochen. Er fühlt sich noch nicht hundertprozentig sicher. Ja, und von daher wird er für morgen auch keine Alternative sein. Renato Sanchez hat gestern auch nicht mittrainiert, weil er nach dem Spiel in Leverkusen Schmerzen in dem Sprunggelenk verspürte. Wieder zum Kader gehören Thiago und Franck Ribéry. Trotz einiger Rückkehrer sieht Niko Kovac einen leichten Vorsprung für die Spieler, die durchgehend trainieren konnten. Es ist nicht so, dass man jetzt, ich sag mal, 3 Monate nichts macht oder der Arjen 2 Monate und jetzt habe ich 2-mal mittrainiert und jetzt bin ich wieder dabei. Ja, da gibt es auch noch andere, die jetzt die ganze Zeit mittrainiert haben und gerne auch dabei sein möchten. Also wir werden schon versuchen, eine schlagkräftige Truppe morgen auf den Platz zu schicken. Die Alternativen hierfür sind wieder mehr geworden. Der Weg nach Berlin führt die Bayern über Berlin. Flutlichtatmosphäre, alles oder nicht Spiel. Momente, die dieses besondere Knistern erzeugen. Mir gefällt dieser Druck, das ist auch der Grund, warum ich hingekommen bin. Weil ich glaube, unter den Bedingungen kannst du dich, wenn du es richtig anpackst, verbessern. Und genau so ein Spiel ist es am Mittwoch auch. Franck Ribéry, der Spanier Thiago und auch Kapitän Manuel Neuer stehen wieder im Kader. Corentin Tolisso und 2 weitere Bayern-Spieler sind nicht mit nach Berlin gefahren. Arjen hat gestern das Training nochmal abgebrochen. Er fühlt sich noch nicht hundertprozentig sicher. Ja, und von daher wird er für morgen auch keine Alternative sein. Renato Sanchez hat gestern auch nicht mittrainiert, weil er nach dem Spiel in Leverkusen Schmerzen im Sprunggelenk verspürte. Gegen die Hertha will der Rekordpokalsieger defensiv stabiler auftreten als bei der jüngsten Bundesliga-Niederlage in Leverkusen. Wettbewerbsübergreifend 29 Gegentore schmecken den Bayern ganz und gar nicht.
Wir haben einfach nach der Führung das Feld wieder viel zu groß gehabt. Wir haben auf einem Feld verteidigt auf ungefähr 60 Meter und ja, da kommst du in keine Zweikämpfe rein, da bist du immer einen Schritt zu spät, weil dein Raum, den du zu verteidigen hast, einfach zu groß geworden ist. Und ja, das ist, denke ich, der wichtigste Punkt, den wir am Mittwoch umsetzen müssen, dass wir einfach auf einem kleineren Feld wieder verteidigen und gemeinsam kompakt zusammenstehen, weil so oft wie wir die Saison schon eine Führung aus der Hand gegeben haben, das ist nicht Bayern-like. Und das gegen einen Gegner, den die Bayern viermal in Serie nicht besiegen konnten. Das zeigt ganz klar, dass die Mannschaft immer heiß ist, dass sie motiviert ist, dass sie gerade auch zu Hause über ihre Grenzen geht. Sie werden gut verteidigen, das können sie. Das wird ein harter Kampf. Ich hoffe, mit einem guten Ende für uns. Die Bayern wollen schließlich wiederkommen, zurück in die Hauptstadt zum großen Finale im Mai. Guter Ball zwischen die Linien auf Gnabry. Kimmich. Gute Flanke. Und dann der Schuss und der Ausgleich. Jawohl, jawohl. Es ist angerührt. Alles auf Anfang. Genau die richtige Antwort der Bayern. Gnabry mit Schmackes. Das wird hier ein wilder Ritt, wenn es so weitergeht. Was für eine starke Reaktion. Jetzt Gnabry! Serge Gnabry, Doppelpack, 1-2 Gnabry. Und die Bayern führen. Super Ball auf Alaba, der kommt auch durch Alaba. Alaba kommt nicht zum Abschluss. Nimmt Kimmich mit. Goretzka und Levi kriegt ihn noch rüber gelöffelt. Tor! Komm an! Mit Köpfchen! Das ist sowas von verdient! Wie jedes Spiel versuche ich mein Bestes zu geben. Heute schön natürlich wieder von Anfang an gespielt zu haben. Aber nichtsdestotrotz versuche ich eigentlich in jedem Spiel Gas zu geben, so wie heute. Und heute ist mir natürlich besonders gut gelungen. Wir machen einfach Fehler, die wir nicht machen dürfen. Dann das erste Tor war meiner Meinung nach klar ein Elfmeter für uns. Und aus dieser Situation entsteht dann das 1-0 für Hertha. Okay, aber ich muss das Kompliment an die Jungs geben. Sie haben das richtig gut weggesteckt, haben eine tolle Moral bewiesen, haben den Ball laufen lassen, so wie ich mir das vorstelle, wie wir uns das alle vorstellen. Und der Sieg ist voll und ganz auch verdient. Wenn man, sage ich mal, so gut spielt dann, und die anderen, glaube ich, haben zweimal aufs Tor geschossen, dann weiß man, kann ja immer alles passieren, ein Konter und dann kann es passieren. Aber ich glaube, heute war es wirklich so, dass wir den Ball laufen lassen haben, dass wir viele Angriffe gefahren sind, dass wir gute Chancen gehabt haben. Also so viel Angst hatte ich nicht, aber man weiß ja, wie Pokalspiele sind, da ist alles möglich. Deswegen war ja gut, dass wir irgendwann den Sack zugemacht haben. Ich glaube, wir haben das Spiel komplett dominiert und wenn mein Fehler nicht passiert, dann gehen wir auch ganz easy nach 90 Minuten hier als Sieger raus. So habe ich uns noch eine Verlängerung eingebrockt heute, aber wir hatten ehrlich gesagt Berlin heute, finde ich, 120 Minuten im Griff. Und klar haben wir nicht immer brilliert, aber wir haben auswärts in Berlin gespielt. Das muss man immer sehen und ich finde, dass wir das gut gemacht haben. Nicht perfekt, aber auf jeden Fall gut. Und wie gesagt, wenn ich da nicht dem Selke genau in den Lauf köpfe, dann geht es auch schon früher zu Ende. Wir wollten ja in die nächste Runde, wir sind jetzt im Viertelfinale, wir wollen das Endspiel erreichen. Das haben wir heute erst einmal geschafft, dass wir in der Runde weiterkommen. Aber ja, die nächsten Wochen werden uns einiges abverlangen. Ich bin auch sicher, dass wir nächste Runde spielen. Wir wissen, dass Pokerspiel sind immer schwierig und wir haben wirklich als Mannschaft richtig gut gearbeitet, gut gespielt und das Spiel bedeutet viel für uns, auch für die Zukunft, dass wir auf das schwierige Spiel weiter Runde sind und auch in solches Spiel gewonnen haben. Das ist auch für Selbstbewusstsein, für Kopf sehr wichtig und ich hoffe, dass wir am Samstag wieder gut spielen und auch wieder gewinnen. Apropos beschwerlich, wer kämpft sich da wohl durch seinen Trainingspullover? Ja genau, es ist Thomas Müller. Er und die Spieler, die gegen die Hertha nicht in der Startelf standen, trainierten heute am Platz und durften da nochmals jubeln. Der Grund, ein internes Turnier, 3 gegen 3 mit wechselnden Teams.
Jeder sammelt für sich die Punkte und am Ende gewinnt eben er. Am Vorabend gegen die Hertha jubelt ein anderer gleich zweimal, Serge Gnabry. Auch weil er den Torabschluss wie Thomas Müller täglich im Training übt. Die Torgefälligkeit ist definitiv was, woran ich immer arbeite. Und ja, es ist natürlich gut für mich persönlich immer Tore zu machen. Wenige Stunden davor die Abreise aus Berlin. Nach einem intensiven und kräfteraubenden Spiel müssen sie in 2 Tagen schon wieder gegen Schalke ran. Die Spieler zwar noch müde, aber zuversichtlich. Wir haben genug Kraft, auch im Samstag wieder 90 Minuten zu spielen. Dann haben wir fast ganze Woche zum nächsten Spiel. Und ich denke, das wird keine große Problem mit dem Kraft am Samstag. Klar, das ist wieder eine Bundesliga und wir müssen wieder Gas geben und wieder gewinnen versuchen. Zurück zum Training und zurück zur Erfolgsgeschichte von Thomas Müller. Es scheint fast so, dass alle schon jetzt bereit sind für den nächsten Sieg. Egal, ob sie beim Spiel gegen die Hertha oder im Training Selbstvertrauen tanken. Grüß Gott zusammen. Ja, nach 2 Auswärtspartien in Folge heißt es morgen Abend Topspiel in der Allianz Arena gegen Schalke 04. Servus zusammen zum Medientalk mit Niko Kovac. Niko, wie haben die Jungs die 120 Minuten Pokal in Berlin überstanden? Ich glaube gut. Sind soweit alle mit dabei. Heute haben wir 2, 3 Spieler individuell trainieren lassen. Die waren heute nicht auf dem Trainingsplatz, aber drin soweit alles gut gelaufen, sodass wir keine Verletzten haben nach diesem Spiel. Das ist eine Good News. Hoffentlich geht es so weiter. Bitte, Torben. Manuel Neuer. Ja. Kann er oder kann er nicht? Spielen. Spielen morgen gegen Schalke 04. Also ich meine, gegen Hertha hat man es probiert. Es gab Gründe für die Absage. Sie als Trainer haben auch noch die Entscheidungsgewalt. An Liverpool zu denken, ein bisschen weiter zu sehen. Was ist mit Manuel Neuer morgen? Ja, also es ist so, dass die letzte Entscheidung hat immer der Spieler. Wenn der Spieler sagt, er kann, dann geht der Trainer bzw. gehen die Ärzte davon aus, dass es dann auch geht. Wenn der Spieler dann sein Okay nicht gibt, dann muss man das als Trainer akzeptieren und respektieren. Und wir haben gemeinsam gesprochen und der Manuel hat gesagt, nein, noch nicht. Und für das morgige Spiel wahrscheinlich eher auch nicht. Tobias Altscheffel. Ja, ein bisschen was ist schon mal offen, weil es ja, steht nach wie vor nicht die genaue Diagnose aus und wie es auch in Sachen Liverpool und die nächsten Spiele aussieht. Ja, also Diagnose ist sowieso schwierig. Ich bin kein Arzt. Erstens, zweitens, glaube ich, haben die Ärzte auch die ärztliche Schweigepflicht. Ich weiß, dass es die Medien interessiert, nur ich glaube, da muss man schon auch irgendwo Rücksicht drauf nehmen, dass ja in der heutigen Zeit Datenschutz und was es nicht alles gibt, eine Handverletzung, das ist ja mal klar. Wir wollen jetzt schauen, was passiert gegen Augsburg bzw. gegen Liverpool. Wir müssen Schritt für Schritt schauen, wir gehen kein Risiko ein, wir wollen nicht, dass es sich verschlechtert. Und erst wenn der Manuel sein Okay gibt, in Absprache auch mit den Ärzten, dann können wir ihn einsetzen. Vorher werden wir das nicht tun.